Sita Mazunder, Premium Speakers, du bist eine unserer tollen Rednerinnen im Portfolio zu künstlicher Intelligenz, zu Digitalisierung, zu Innovation. Was hat dich bewogen, in diesen Speaker-Bereich zu gehen und auf der Bühne zu stehen? Vielen Dank zunächst mal, dass ich überhaupt bei euch Speakerin sein darf. Das ist immer eine große Ehre, damit dabei zu sein. Ich wurde ja schon vor ziemlich genau 20 Jahren durch meine akademische Tätigkeit vor ganz viele Leute im Hörsaal gestellt. Jetzt ist natürlich Hörsaal und Speaker auf der Bühne nicht ganz dasselbe, aber dieses Information, Wissen zu vermitteln und zwar so, dass es verständlich ist, dass man was mitnimmt, dass man auch die Fragen gestellt bekommt und sich selber Fragen stellt, das hat mich damals schon fasziniert. Und so ist das eine zum anderen gekommen und heute, ich habe einfach Spaß dran, ich finde es toll, wenn ich Menschen mit Inhalten, aber eben auch mit Fragestellungen bereichern darf und auch unterhalten darf. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es braucht beides auf der Bühne. Das heißt nicht nur der Know-how-Transfer, sondern auch Emotionen auf der Bühne. Emotionen braucht es in aller Ausprägung. Also ja. Die Fragen bis hin zu, manchmal muss man sich über Dinge auch aufregen können, damit man sich damit auseinandersetzt. Es braucht alle Arten von Emotionen. Es braucht die Inhalte natürlich und es muss verständlich sein. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht ja um komplexe Themen, die ich hier anschaue. Wenn man sich künstliche Intelligenz oder eben diese neuen Themen anschaut, dann ist das zwar etwas, was man gerne mal so als Word-Dropping fallen lässt, aber was dann wirklich dahinter steht, ist für viele schon nicht immer evident. Und da ist mir auch wichtig, ein bisschen Aufklärungsarbeit auf eine gute Art mit Leidenschaft zu machen. Das heißt, komplexe Themen in einfachen Worten zu transportieren. Genau, das ist so mein Ding. Ich bin eine Brückenbauerin. Komplexität eben einfach verständlich zu machen, aber eben auch Themen zu verbinden, die heute inhärent zusammengehören. Beispielsweise eben, wenn wir digitale Transformation, dieses Riesenwort nehmen, dann heißt es dahinter Geschäftsmodelle, Innovation, Change. Das heißt wieder Emotionen. Wie gehen wir damit um? Das sind ganz viele Themen, die zusammenkommen können. Und das kann nur funktionieren, wenn man das eben auch vernetzt denkt und vermittelt und entsprechend dann auch mit auf den weiteren Weg nimmt. Vielen lieben Dank. Wir sind ganz happy, dass du bei Premium Speakers mit dabei bist und wünschen uns weiterhin viele tolle Gigs mit dir. Dankeschön und ich bin froh, mit dabei sein zu dürfen. Danke dir, Olli. Danke dir, Sita.